Die Medaillen, meine Damen und Herren, gibt es auch am heutigen Tag wieder für Sie, liebe Reitsportfans. Und ja, in diesem Falle im schönsten Stadion, Reitsportstadion der Welt überhaupt, und zwar in Aachen. Und World Equestrian Games, meine Damen und Herren, in Aachen. Und diejenigen, die vor 2 Tagen ebenfalls auch schon mit dabei waren, als wir einen kleinen Rückblick gewagt haben, nämlich auf Rom, die wissen, das alleine zu machen, das macht keinen Spaß. Viel, viel schöner ist es, wenn man das Ganze zu zweit macht, und viel, viel schöner ist es, wenn man dann eben auch noch einen fachkundigen Mann an seiner Seite hat. Und den habe ich auch am heutigen Tage wieder mit dabei, und zwar mit Franke. Franke, tausend Dank, dass das nicht nur vor 2 Tagen ideal geklappt hat, sondern dass du auch am heutigen Tag wieder mit dabei bist. Alles gut, schön, es macht auch Spaß. Und gerade natürlich sowas, so ein Event nochmal im Rückblick zu sehen, das ist natürlich außergewöhnlich. Das, was du schon gesagt hast, dass es außergewöhnlich ist, was in Aachen alles stattfindet, und auch die Erweiterungen immer, das ist schon einzigartig, und das ist einfach auch für mich. Ich hatte das Glück, einige Male auch der Publikumsliebling zu sein und im Prinzip auch dieses Publikum mitzunehmen für unseren Sport. Also das ist ein Riesenspaß da. Aachen ist grundsätzlich was absolut Phänomenales. Was ist es, was für dich Aachen ausgemacht hat, Franke? Ja, Aachen ist erst natürlich der Platz. Der Platz ist natürlich schon auch für manche Pferde schwierig. Es ist natürlich auch wetterbedingt manchmal auch, was wir hier gerade so sehen, passiert auch in Aachen. Fast aber immer, dennoch, oder? Immer ist wenn egal, man in Aachen welches ist, einmal kommt so ein richtiger Schauer am Ende richtig runter, oder? Ja, das kann auf einmal. Es ist wie so ein kleines Loch, was da ist. Also weil man da muss, dann kommt im Prinzip alles runter. Und es ist einfach dann auch, wenn man dann sieht, wie das Publikum bleibt, dabei ist, diese Nähe zum Publikum, diese Begeisterung da. Es ist ja an wenigen Plätzen ist es vergönnt, dass man im Prinzip vom ersten Tag an schon fast ein volles Stadion hat. Wir haben uns dieses Mal auserkoren und haben gesagt, wir hatten das große Einzelfinale mit dem Pferdewechsel vor 2 Tagen, was wir beiden kommentiert haben, um einfach ein bisschen Abwechslung hineinzubringen. Neben dem großen Einzelfinale ist es ganz, ganz klar natürlich eben auch noch das Teamfinale, was Besonderes ist. Da wollen wir ein bisschen schauen. Und ich glaube, das hat ebenfalls seine Berechtigung. Wie war es für dich damals einfach? Du hast unzählige Medaillen im Einzel gewonnen, aber genauso eben auch in der Mannschaft. Was hat das für eine Wertigkeit für einen selber, ob man im Einzel oder eben auch mit der Mannschaft gewinnt, Franke? Ja, es ist natürlich so, wenn ich Mannschaftsergebnis habe, das ist etwas, was man gemeinsam schafft, was natürlich die ganze Nation, was alles dahinter steht, diese Begeisterung, also die Emotionen, die zusätzlich noch einen gewaltigen Wert haben. Und es ist natürlich immer, dass die Nationenpreis steht ist an erster Stelle, das Einzel ist meistens dahinter. Ja. Und es ist natürlich so, dass man muss erst für sich im Prinzip schon mal ein gutes Ergebnis abgeben, um im Prinzip die Mannschaft zu helfen. Was ich auch meine jungen Reiter immer mitgebe, ich sage, auch wenn Nationenpreis oder ihr für das Land reitet, es geht eigentlich nur, ihr müsst die beste Leistung für euch. Und das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, man kann nur gut reiten. Man kann zwar ein super Ergebnis haben, aber eigentlich man kann nur gut reiten. Super reiten geht nicht. Und das, um einfach auch zu sehen, dass man Druck wegnehmen kann, dass man im Prinzip das korrekte Reiten, im Prinzip jeden Sprung versuchen, die beste Distanz für sein Pferd, das Beste zu machen, genügend Zeit zu nehmen, auf die einzelnen Teile einzugehen. Weil wenn ich dann im Prinzip für mich ein gutes Ergebnis abgebe, dann hilft das die Mannschaft natürlich. Es war am Ende so, dass die Deutschen aus den ersten 2 Tagen schon sich relativ gut vorbereitet haben und sehr, sehr gut mit dabei waren. Das Team bestehend dann natürlich einfach ebenfalls auch aus diesen Hochkarätern. Eben, wir haben sie fast vorhin schon gesehen. Wir hatten Ludger mit dabei. Wir haben Markus als Unterstützung mit dabei gehabt. Wir haben gerade auch noch gesehen, dass Meredith damals mit Shutterfly, das waren schon einfach unglaublich starke Paare. Was ist Ludger, die Stärke von Ludger in einem Team? Er hat in unzähligen Teams mitgeholfen, für die Medaillen zu sorgen. War das einfach gerade auch in der Zeit und über die Jahrzehnte hinweg einfach auch ein großer Rückhalt einer Mannschaft?
Ja, es ist so, dass es erstmal ist es wichtig, dass das Mannschaftsgefüge stimmt, dass Ja. man gemeinsam auch für diese Sache auch kämpft, gemeinsam auch seine Gedanken und natürlich auch Vorbereitung, wie gehe ich da hin, welche Pferde, welche Paare passen am besten dazu, weil das ist natürlich unheimlich wichtig, dass man einfach sagt, okay, da auch, dass man eine gute Stimmung hat, dass man wirklich auch füreinander da ist, dass diese Gemeinschaft, das ist unheimlich wichtig im Vorfeld. Man ist dann doch über längere Zeit auch natürlich miteinander zusammen, was natürlich auch, man sagt ja nicht sonst auch bei Fußballspielern, da gibt es Lagerkoller oder es gibt Ja. da Probleme. Das ist natürlich so, wenn man immer wieder, man isst, geht gemeinsam essen, man unternimmt was oder man Ja. ist dann doch die Tage dann auch zusammen. Und das sind so Sachen, die natürlich da auch unheimlich wichtig sind, dass dieser Spirit zusammenpasst. Es gab eine Situation eben ganz besonders eben in Aachen, die bestimmt auch ein bisschen für Diskussionen sorgte, und das ist jetzt hier eben auch zu erkennen, und zwar Alexander Onischenko, Genau. der einfach in der Lage war, der gesagt hat, meine Güte, ich möchte mein Land passend repräsentieren, auch im Reitsport, und sorgte eben mit seiner Truppe damals ebenfalls auch davor, dass er dabei war, und er mischte am Ende ja nicht nur mit, sondern die Schrappen tatsächlich am Ende ja ganz, ganz knapp an der Medaille auch noch vorbei. Das war für viele, glaube ich, auch eine richtig große Überraschung. Ja, es ist zwar richtig, man kann da zweierlei Meinung sein. Hier sehen wir zum Beispiel Jean-Claude van Gemberge, Ja. wo ich zum Beispiel Jean Liqueur von habe. Ja. Er ist leider auch nicht mehr unter uns, aber ist trotzdem, das war ein super Pferdemann und hat auch an seinen Reiten hat auch großen Preis in Rom gewonnen. Aber nochmal auf dieses Thema einzugehen, es ist ja so, dass okay, wir haben in manchen Ländern natürlich auch, wenn man zweiteilig ist, wenn man sagt, okay, eigentlich ich möchte das nicht, das ist für ein fremdes Land, dass ich dafür reite. Ja. Andersrum ist es natürlich auch so, dass manche Länder natürlich nicht in der Lage sind, vier sehr gute Reiter zusammenzustellen. Dann gibt es in großen Nationen natürlich auch manchmal Reiter, die möchten oder haben das Pferd passend, alles ist gut, aber haben trotzdem keine Chance, in diese Mannschaft zu kommen. Wir wollen im Prinzip auch, wenn wir jetzt auch wieder rückblicken in Tokio, man will schon viele Länder bei so einem Championato oder auch bei den Olympischen Spielen dabei haben. Und wenn man natürlich Qualität und nicht durch, dass man sagt, okay, durch Masse im Prinzip versucht, die Sache zu verbessern. Und man kann im Prinzip als ein Reiter, der im Prinzip ein bestimmtes Land aushelfen oder helfen könnte, Ja. ist das natürlich schon eine gute Sache. Ist man immer zweierlei, weil die einzelnen Ergebnisse kommen doch immer auf der Person und auf das Paar an. Und deswegen ist es auch da, dass manche Reiter natürlich haben schon auch Vorteile gehabt, auch für ein anderes Land dann zu reiten. Ich bin zum Beispiel auch genau so ein Beispiel dafür. Ja. Ich hätte natürlich in Holland bleiben können, ich hätte in Holland reiten können. Ich war damals in Deutschland angestellt, habe da meine Arbeit gemacht. Und es war natürlich zu der Zeit für Alwin Schockemüller nicht ganz so einfach, weil er auch der Trainer war, der Wunschcoach. Und hat da natürlich auch dann gesagt, okay, ich tue mich schwer, im Prinzip meine Pferde die holländische Nation zur Verfügung zu stellen. Ja. Dadurch ist im Prinzip meine Position oder meine Geschichte natürlich auch in diese Richtung eine Meinung. Ich habe nicht für den einfachsten Weg gesucht. Es war natürlich früher für Holland einfacher, in die Mannschaft zu kommen. Aber ich habe dafür ausgesucht, dass okay, ich will, wenn, dann will ich auch diesen Wettkampf und wirklich auch, zu den Besten zu gehören, um dann auch in der Mannschaft dabei zu sein. Und wie das geklappt hat, gut, du hast dich einmal entschieden für die Situation und hast die natürlich dann einfach auch bis zum Ende, dann am Ende verfolgt. Also das würde ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt mit den Vergleichen, die wir jetzt eben auch gerade angesprochen haben. Also das ist bei denen ist dann, glaube ich, die Motivation, das zu tun, eine noch ein bisschen gelindere. Aber wie gesagt, ich möchte das auch gar nicht Aber abwerten. Das muss jeder für sich selber entscheiden, glaube ich, genau, ne? wir müssen auch hier nochmal darauf zurückgehen. Am Ende ist es ja hier, der im Prinzip Weltmeister geworden ist, Jos Lansing, Ja. im Prinzip nach Belgien gezogen. Also es gibt da schon auch, wenn man das Sportliche oder wenn man sagt, okay, wenn die Möglichkeiten oder damals auch durch Leon Melchior, dass er im Prinzip gesagt hat, Jos, meine Pferde möchte ich für Belgien haben. Und Jos hat sich da auch für entschieden, im Prinzip in diesem Land, für dieses Land zu reiten.
Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen diese Situation, weil du hast es auch gesagt, in euren beiden Fällen war das Pferd das Entscheidende, weil das Pferd war nun mal eben auch im Besitz eben von Belgien oder eben im Besitz der Deutschen. Und zu einem Paar, welches einfach da ist, gehören ja nun mal eben zwei. Und wenn einer nun mal eben eine etwas andere Nationalität hat, dann ist das vielleicht auch noch ein bisschen anders, vielleicht als in anderen Sportarten auch zu argumentieren. Weil nun mal eben, wie gesagt, wenn einer eben zum Beispiel dann Belgier oder vielleicht auch das Pferd im ukrainischen Besitz ist, dann vielleicht auch was anderes. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz schwierig. Soll jeder seine eigene Meinung zu haben, glaube ich, um das zu tun. In diesem Falle eben nur. In Aachen, da war es nun mal eben so, dass das natürlich schon hochinteressant war. War ein interessantes Team, du hast es gerade gesagt, Jean-Claude Vandenberghe war bestimmt auch einer der erfahrensten. Dann kam noch Björn Nagel mit hinzu, Kathi Offel, zwei doch damals auch noch relativ junge, aber eben hochtalentierte Reiter, die mit dabei waren. Und eben dann auch noch Gregory Wartelet. Da hat er sich aber auch schon wirklich ein starkes Team einfach auch ausgesucht. Ja, und wir hatten natürlich hinterher auch mit René Tebel und auch mit Uli Genau. Kirchhoff waren auch noch natürlich die für die Ukraine geritten sind. Also das war schon eine sehr schlagkräftige Mannschaft da. Auf jeden Fall. Und deshalb war es auch gar nicht so die ganz große Überraschung, als es dann eben dann zum Ende hin, das dürfen wir ja dann schon mal vorwegnehmen, dann eben dafür sorgen, dass die eben am Podium knapp vorbeikamen. Nicht vorbei am Podium, ging es am Ende dann eben auch wieder für das Team Stars and Stripes. BZ Madden war in der Mannschaft vorgesehen. BZ Madden, McLean Ward, Laura Crowd und Margie Engel. Wenn wir vorhin bei den Ukrainern gesagt haben, da war auch ein relativ junges Team, ist es in diesem Fall schon ein Team, welches einfach auch schon wirklich einiges an Grand Prix-Erfahrung einfach aufzuweisen hatte. Auch damals schon. Auf jeden Fall, die sind natürlich immer auch durch die Größe des Landes und im Prinzip, was da auch natürlich dafür den Sport auch gemacht wird, ist es schon gewaltig. Und okay, Bisi natürlich sind tolle Reiter. Bisi ist eine super Reiterin. Und deswegen ist auch da, die bringen immer wieder auch andere Pferde wieder raus, haben die Möglichkeit, mit sehr viel Qualität auch zu arbeiten. Und ist einfach, das ist auch toll. In diesem Falle Authentic und Paar, welches über viele, viele Jahre, glücklicherweise auch nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern die Amerikaner kamen auch generell einfach immer gerne nach Aachen. Das ist natürlich immer mehr geworden. Das Fliegen, die Möglichkeiten, die man heutzutage hat, gibt natürlich diese Möglichkeiten. Und das ist auch toll. Und man sieht ja hier auch an der Reiterin oder auch was an diese Parcours, die wir jetzt gesehen haben, wie nah das Ganze schon zusammenliegt. Und sicherlich auch in Aachen ist es kein einfacher Weg. Das ist immer lang, es sind immer hohe Sprünge, breite Sprünge. Und deswegen ist auch da natürlich immer wieder, dass es schon gewaltig ist, was da auch geleistet wird. Aber es gibt auch anderweitig. Es ist im Prinzip in Aachen auch, man hat manche Pferde, die lieben das, in Aachen zu gehen. Die wollen im Prinzip auf diesem Platz. Dann hat man erst das Gefühl, die haben vielleicht nicht das letzte Vermögen. Und dann kommen die in Aachen auf den Platz und da war immer der, boah, der wächst nochmal über sich hinaus und bringt noch mehr. Und das ist gewaltig. Das ist einfach toll. Du hast es vor 2 Tagen angesprochen, als wir eben auch bei deinem Triumph eben in Rom eben auch im Besonderen über Jolly Coeur sprachen. Und da sprachst du ebenfalls an, bei Jolly Coeur war das auch so. Kam auf den Platz in Aachen und das ist schon schwierig, weil es wirklich andere Ausmessungen sind. Und damit meine ich eben nicht die Höhe der Hindernisse, sondern tatsächlich einfach auch diese Galoppiermöglichkeit, die man dort hat und benötigt. Und dieser, wie hier auch eben aus der Vogelperspektive zu sehen, eine wahnsinnig Das große Platz. ist ja auch oft die Problematik, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt wir haben ja früher, waren die Hallen, wo wir geritten sind, auch etwas in viele Sachen viel kleiner. Und da war oft schon mal das Problem, dass man sagt, okay, von der Halle nach draußen wieder kam und ist dann natürlich in Aachen auf so einen Platz gekommen, wo man viel mehr galoppieren muss, wo viel mehr Möglichkeit, viel mehr Weite ist. Das war erst auch in der Kondition von den Pferden natürlich eine komplette Umstellung. In der Halle kam alles Schlag auf Schlag, dass man einfach sagt, okay, komm, das haben wir nur die 13 Sprünge. Wenn man sagt, okay, innerhalb von 60 Sekunden 15 Sprünge zu machen, das heißt, alle 3 Sekunden ist es im Prinzip ein Sprung. Was dann an Konzentration, an Kraft und im Prinzip Balance alles zusammenkommen muss, das geht sehr schnell.
In Aachen ist natürlich so, dass durch Weitläufigkeit auch die Fähren natürlich leicht etwas auseinanderfallen. Und da ist natürlich immer ein bisschen die Schwierigkeit, das Ganze da zusammenzuhalten. Und gab es so Pferde, wo du sagen würdest, meine Güte, das war für mich wirklich prädestinierte, von meinen eigenen Pferden prädestinierte Hallenpferde und die anderen dann doch eher prädestiniert für den großen Platz? Ja, ich hatte das nicht so, aber Ja. okay, das gibt es ja grundsätzlich, dass manche Pferde besser in der Halle, weil da natürlich die Gegebenheiten fast Ja. immer gleich sind. Der Boden ist im Prinzip auch der Platz und auch Ja. die Bahnen und alles, das ist ziemlich nah zusammen. Das ist fast immer gleich. Also für ein Pferd, um Vertrauen zu kriegen und so natürlich auch viel leichter draußen, wenn man natürlich so ein Pferd, was cookig hat oder so, und man kommt dann hier in Aachen auf den Platz, wo dann diese Weite ist und dann auch noch mit diese optische Sprünge, wo man sagt, okay, boah, da kommt schon ein bisschen was her, ist es manchmal auch etwas schwieriger da. Michael Whittaker und was einfach phänomenal ist, eben einfach auch an der Dynastie, wir haben das in den letzten Wochen jetzt gesehen, und zwar auch der Sohnemann von Michael, der ebenfalls jetzt auch schon in die Fußstapfen tritt, da merkt man ähnlich wie bei der Genetik der Pferde, dass sich das Talent der Reiterei tatsächlich eben auch vererben lässt. Ja, also bei Familie Whittaker sieht man das wirklich und es ist gewaltig, was da auch so. Aber was mir im Prinzip an der Familie Whittaker immer unheimlich begeistert, ist im Prinzip das Familiäre. Dieses auch andere Leute was gönnen, Ja. Freude und Spaß dran zu haben. Und das ist gewaltig. Meine Tochter hatte das Glück, dass bei denen auch, wie sie in England studiert hat, wo sie Ja. da natürlich dann auch bei denen mal übernachtet oder mal am Wochenende verblieben ist und einfach, die war auch begeistert von im Prinzip dieser Lockerheit und die Gemeinsamkeit. Und ich glaube, das zeigen die auch jede Woche wieder im Sport, dass im Prinzip auch das miteinander umgehen und diese ganzen Teile, das ist schon sehr, sehr, sehr speziell. Und wirklich sehr, sehr, und wirklich sehr, sehr prägend. Ein Paar, welches in dieser Zeit damals wirklich enorm einfach auch für Furore sorgte, das war wirklich Christina Leper mit ihrem No Mercy. Sie hatte einige tolle Pferde. Dieses Matching, das Zusammenpassen, das war einfach mit No Mercy und mit Christina, glaube ich, ganz besonders. Ja, man sieht schon bei der Bewegung und bei diesem Pferd, wie viel Energie im Prinzip da selber schon drin steckt. Dieses Willen, diese im Ja. Prinzip, wo sie sagt, okay, ich muss hin und wieder mal einen Galoppsprung mehr machen, weil es sonst im Prinzip zu doll geht. Und das ist natürlich hier, ist das so für sie, macht das natürlich etwas praktischer, weil die Energie immer da ist. Und Sie kann das sich für auch immer dieses Pferd, mitnehmen lassen, ne? Man die merkt das hat, so ein bisschen, genau, ne? ja. Ja. Und hier sieht man, sie muss immer ziemlich energisch, dass auch wieder ein bisschen zurück muss, weil der Tendenz vom Pferd selber schon immer ziemlich doll auch nach vorne wollte. Und wenn sie im Prinzip das Pferd natürlich auf so einem großen Platz dann laufen lässt, Ja. dann wird es natürlich zu flach und dann geht es natürlich nur in die Vorwärtsrichtung. Und deswegen musste sie hin und wieder auch mal einen Galopp von mir machen. Und hat sie bravourös wirklich am Ende umgesetzt, war am Ende auch in der Einzelwertung, da sind es noch eben diese 6,5, nachher kam eben dann auch im Einzel noch ein bisschen was hinzu, aber trotzdem war knapp raus aus diesem Top 10 und erstmal ganz, ganz wichtig, dass die Was Teamleistung natürlich einfach, dann ja. in Aachen auch sehr speziell ist, gerade mit dem Nationenpreis oder jetzt auch hier beim Championat, dass es abends bei Flutlicht ist, was auch noch natürlich eine sehr spezielle Atmosphäre, eine tolle Atmosphäre gibt. Jetzt sehen wir Ludke nochmal. Da hat er wirklich dieses Pferd genau dahin gebracht in Aachen, dass er auf den Zeitpunkt. Vorher war das alles nochmal auch so ein bisschen wackelig, aber dieses Pferd im Prinzip auch, was von Natur aus sehr viel Energie hatte, Ja. immer auch sehr nach vorne wollte. Und dadurch im Prinzip auch selber, man sieht hier auch immer versuchen, wieder die Ruhe in den Galoppade reinzukriegen, durch seine Balance natürlich auch da mit einzuwirken. Und das ist eigentlich so, das Ganze hier auch wieder, immer der kleine Moment im Prinzip, das Pferd wieder so ein bisschen aufs Hinterbein, ein bisschen da zurückzubleiben. Sonst würde dieses Pferd auch da viel zu doll beschleunigen. Und das sind natürlich so, sind die Momente auch, wo wir für die Balance vor, im Prinzip, dass man sagt, okay, der Einfluss des Reiters, wo der jetzt auch immer, dass man sagt, okay, dass man da auch gewaltig viel mitmachen kann. Grundsätzlich ist es dann natürlich einfach, dass da, wenn du sagst, Mensch, die Pferde, die einen besonderen Go haben, also dieses Besondere eben nach vorne haben, was natürlich
als Basis für ein Pferd einfach immer sehr, sehr gut ist, weil ich kann es ja eher vielleicht nochmal das zurückhalten, weil wenn ich dieses Go benötige und dann selber produzieren muss, es ja eigentlich auch immer etwas schwieriger ist. Ja. Das ist natürlich auch dadurch, dass es im Prinzip ja viel mehr Frauen jetzt auch im Sport haben, weil dieses Blut oder dieses Go natürlich da viel mehr ist. Ich sage immer auch, für einen Amateur, der im Prinzip reiten will, der muss kein faules Pferd haben, weil das bringt oft Unsicherheit da rein. Wenn das Pferd einen Reiter zum Sprung ein bisschen hinzieht, es ist viel einfacher, ein bisschen zu warten, als diese Impulse da reinzubringen. Selber zu setzen. Und, wenn ein Pferd auch für einen Amateur ein bisschen stärker ist, das kann man mit Zäumung und so, da kann man das besser, das kann man das dosieren. Aber Impulse in ein Pferd reinzubringen, ist viel komplizierter. Hat sich in dieser Hinsicht auch guck mal, da sehen wir jetzt auch noch, Gatte von Madeleine Winterschulze und auch einer der großen hat sich in dieser Hinsicht auch der Vorteil eben, dass die Pferdezucht sich deutlich verändert hat, einfach auch nochmal maßgeblich was Positives mitgegeben? Gewaltig, was die Zucht im Prinzip Einfluss genommen hat an die Modelle oder auch an dem Prinzip diese Einstellung oder auch in viele, viele Bereiche. Das ist gewaltig, was da alles so passiert ist. Und das ist eigentlich den Zucht zu verdanken. Ja. Wir hatten ja früher auch, wir hatten in Deutschland auch einige Blutlinien, wo man von vornherein schon wusste, oh, die haben mit früher Gotthard, da war das mit Wasser oft nicht so einfach oder mit Radetzky oder auch in das Felixen Blut mit Paradox oder auch mit Polydor das, oder mit Pilot, da wusste man auch, da hat es in so Blutlinien, das kann mal kompliziert werden. Hat natürlich an anderer Seite unheimlich Möglichkeiten. Aber das Ganze da natürlich dann zu bekommen, das ist schwieriger. Das will man heute, will man das im Prinzip fast gar nicht mehr. Wir sehen die Pferde auch mit Wasser und mit anderen Sachen, da haben die wenig Probleme heutzutage noch mit. Dadurch sieht man hier in Aachen auch, dass man auf einmal, ich glaube, jetzt kommt diese Mauer wieder, wo man dann solche Sachen hinstellt, wo man dann sagt, boah, das war zu der Zeit, war das was ganz Besonderes. Was Besonderes und das heute hat damals auch zum Beispiel Küchengel schon zu Problemen gebracht. Und wenn wir jetzt heutzutage auf den Turnieren sind, ich erinnere mich da gerne auch an letztes Jahr, da hatte Jan und Christoph Meier Zimmermann bei sich Hofwarterkanten Turnier, da war wirklich eine Mauer, die hatte auch Franke, genauso wie hier ja auch konzipiert und das war wirklich wie ein Strandmotiv, also da war wirklich Wasser auch schon drauf und das sah schon fast aus wie ein Bildschirm und so abwechslungsreich. Genau, einfach. Das war schon enorm. Ja, und so hat sie natürlich auch da immer auch für die Parcoursbauer, dass wenn man sagt, okay, wir haben nur Stangen, ist es natürlich auch immer, man muss schon Unterschiede, man muss mal eine Mauer haben, man muss mal eine Planke haben, es muss mal hier oder da, mal irgendwo, was muss mal sein, weil sonst hat man immer ein Parcours, was nur aus Stangen besteht. Ja. Und ich glaube einfach auch, dass die Turnieranzahl, die ja einfach viel, viel mehr geworden ist, auch eben bei den Hohen, um da einfach auch abwechslungsreich das Ganze zu gestalten, ist es einfach auch wichtig, dass es wegen nicht monoton wird und stupide, sondern dass das eben mit Einfluss. Was nimmt es dann für Einfluss auch auf die Pferde, würdest du auch sagen? Meine Güte, sie werden ja fast so ein bisschen wie abgeklärt durch die Situation, dass man eben auch neue Sachen damit einbringt? Es ist natürlich, ja, okay, aber auch, was wollen wir im Prinzip? Wir wollen diese Aufmerksamkeit, wir wollen im Prinzip die Konzentration da drauf. Und das sind natürlich auch manchmal, dass Sprünge helfen, wenn ich mal was Neues oder was anderes habe. Als Beispiel, ich hatte früher bei Alvin Schockmühle ein Pferd Rex de Robber. Und wenn das Pferd, das war dann in höheres Alter schon, und wenn im Prinzip das Gefühl war im Training, oh, es wird ein bisschen langweilig oder irgendwie das Ganze, dass dieses Interesse nicht mehr ganz so da war. Ja. Da bin ich bei ihm auf den Derbyplatz gegangen und habe mal Pulvermann oder irgendwie mal Holsteiner Wegesprünge gesprungen. Auf einmal hat sich das Pferd wieder komplett im Prinzip so auf, es ist was Neues, sind andere Arbeiten jetzt. Und auf einmal wurde das Interesse natürlich beim Pferd auch wieder höher. Deswegen auch heute, ich glaube, wenn man die Abwechslung gestaltet, ob man mal auf Rasen oder mal auf Sand oder man ist mal auf dem Gelände, das tut alle Pferde gut, im Prinzip auch für die Aufmerksamkeit, aber auch im Prinzip Interesse an aller Sachen zu behalten. Hier sehen wir jetzt Jeroen.
Der war natürlich auch ist ein super, super Championatsreiter mit seiner Gelassenheit, seiner Konzentration auf so einem Weg, das Pferd gut vorzubereiten, den Weg vorzugeben, was will ich. Und dann auch die Coolness im Parcours. Wir haben hier auch gesehen, oh, der hat auf die Uhr einmal geguckt, aber zusätzlich hat er wieder einmal ein bisschen das Pferd rausgenommen, um doch wieder ein bisschen mehr Platz zu bekommen. Also da ist es ein genialer, genialer Reiter. Und was einer ist, er ist einfach auch ein absoluter Championatsreiter, ne? Also einer, der immer unglaublich förderlich einfach eben auch für die Mannschaft ist, der gerade diese Events, diese Championate nicht umsonst hat er bei Olympischen Spielen eben einfach auch so häufig für Furore gesorgt, der sich die besonders gerne rausgenommen hat, ne? Also es ist nicht nur eben einer, der sich die großen Preise vorgenommen hat, sondern einfach auch bei Championaten einfach auch ganz besonders einfach sich immer Was besonders natürlich gerade für Championate so wichtig ist, dass ich ein Ruhepol oder Obachtmann sagt, okay, diesen Druck, dieser zusätzliche Druck, die automatisch kommt durchs Land, durchs Publikum, durch im Prinzip diese Mannschaft, da braucht man natürlich schon auch Routine und im Prinzip, dass da das eigentlich, wir haben das im letzten Jahr bei den Olympischen Spielen auch gesehen, auch von den Deutschen her, da war André Thieme oder auch hier mit Christian Kukuk, die haben doch in das Championat, wo es für beide natürlich das erste war, auch irgendwie Reiterfehler gemacht. Und das passiert natürlich am Anfang, wenn man noch nicht diese Abgeklärtheit hat, gerade für solche wichtigen Events, dann genau auf den Punkt das Ganze dann auch zurechtzubringen. Die nicht nur in Deutschland, sondern generell ist es ja so, dass es dementsprechend einfach auch gerade in dieser Jugendförderung, es gibt eben auch für die Jugend diese Championate wie eben die Europameisterschaften, die für die Jugend einfach auch einen besonderen Stellenwert hat. Sieht man da auch so ein bisschen wie eine Chance, einfach auch jugendliche Reiter frühzeitig an diesen besonderen Druck heranzuführen? Ja, es sind natürlich immer mehr Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Ich bin selber auch tätig bei der Young Rider Academy. Das ist eine internationale Organisation, die versucht, junge Reiter zu unterstützen und wirklich einen Weg, ob das Mediatraining ist, ob das mit THC ist, mit Dopinggeschichten, mit anderen, dass man sagt, okay, Medikation und alles, um die Reiter im Prinzip frühzeitig auf etwas vorzubereiten, was nachher auf den zukommt. Und dann natürlich auch mit Top-Trainer, wo man einfach sagt, okay, auch Erfahrungen auszutauschen, Diskussionen mal heranzuführen und dann im Prinzip im Einzelnen auch auf die Pferde natürlich einzugehen. Also das ist diese Teile, da ist vielleicht in unserem Sport noch einiges auch oder noch viel, viel mehr möglich, was natürlich andere Sportarten, ob das Fußball oder auch im Basketball oder diese Themen, die sind natürlich in dieser Form, um diese einzelne, auch die psychologische Geschichte noch bei den Einzelnen anzugehen, gehen natürlich schon viel weiter als wir. Ja, und gerade eben auch dieses, guck das jetzt auch nochmal, jetzt kommen wir zu Meredith und Shutterfly, die einfach ein sensationelles Paar einfach seinerzeit waren, ganz besonders eben dann eben auch in Aachen. Es ist so, dass es gibt, wie gesagt, diese Akademien im Fußball, gab es das schon sehr, sehr lange. Es gab schon richtig diese Fußballschulen. Habe ich das richtig verstanden, dass du sagst, eigentlich ist es so, an dem Wissen der, ohne dir Böses zu wollen, der alten, erfahrenen, sollte man die Jugend noch mehr teilhaben lassen? Ja, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, wichtig, aber da wissen wir alle, dass auch gerade da bei den Eltern, die im Sport oder so viel erreicht haben, einige, weil auch vielleicht dadurch, dass man den Sport so lange betreiben kann, dass man eigentlich im Training, in Ausbildung und so eigentlich bei den Eltern erst ankommt, wenn der Zeit, aber da haben manchmal natürlich auch die Leute haben andere Berufe oder irgendwo anders, wo sie ihr Geld verdienen und dadurch im Prinzip ihr Know-how in dieser Form gar nicht so weitergeben. Und das ist vielleicht auch da, dass man sagt, okay, bei uns in dem Sport generell, in Amerika ist das anders. Da sieht man im Prinzip viel mehr im Trainingsbereich, dass die Leute da viel mehr Unterstützung und viel mehr dafür getan wird, wenn die Reiter fast nicht alleine gelassen. Aber das sind natürlich manchmal auch wieder andere Gelder im Spiel, wo das natürlich dann auch wieder leichter ist. Wir wissen alle, dass es hier im Prinzip, wenn man das alles aus eigener Tasche dann begleichen oder machen muss, um diese Möglichkeiten auch zu schaffen, braucht es natürlich was. Aber das war tolle, tolle Runde von Meredith.
Wieder eine absolut starke Runde. Noch ganz kurz auch eben auf dieses amerikanische Prinzip drauf eingehen, was du vorhin auch noch, was du auch noch sagtest. Für mich ein bisschen dagegen sprechend, du hast gesagt, die werden fast gar nicht mehr alleine gelassen, sondern wirklich fast jeder Schritt wird dort begleitet. Muss ich trotzdem bei den Reitern relativ schnell auch eine gewisse Form der Eigenverantwortung trotzdem auch lehren? Und ich glaube, das schaffe ich auch mal, wenn ich einfach auch mal die Kinder einfach auch mal alleine lasse und dann einfach mal sage, so, jetzt musst du mit diesen Situationen aber auch mal alleine fertig werden. Ja, schon, aber das ist natürlich immer, das kann ich vorbereiten. Wenn ich das Training mache, ich versuche schon immer, dass man sagt, okay, wichtig ist, der Reiter muss selbstständig dabei werden. Ja. Wichtig ist natürlich auch, dass man im Training, ich sage denen auch immer, ich sage, wenn eine Schleuse aufgeht und ihr den Parcours, dann seid ihr auf euch alleine gestellt. Mhm. Also im Training fangt schon an, so zu konzentrieren, dass jeder einzelne Sprung im Prinzip der wichtigste ist, um da das Beste zu machen, dass die Konzentration hoch bleibt. Das ist im Prinzip auch da, dass man diese Kleinigkeiten, kleine Nuancen auch früher spürt, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist einfach auch in der heutigen Zeit, wo man sagt, okay, dass da mehr eigentlich so auch noch an Möglichkeiten gibt. Es ist noch nicht alles ausgeschöpft. Es gibt noch weiter Möglichkeiten, um den Sport zu auch verbessern, gar keine Frage. Er ist im McLean Ward einer, der ebenfalls es auch geschafft hat, eben nicht nur über viele Jahre, sondern über Jahrzehnte einfach auch an der Spitze mitzumischen. Ist es nach wie vor auch immer noch, das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Sein Vater? Ja. Bonnie? Hier sieht man auch gut durch seine Position auch versucht, im Prinzip die Balance beim Pferd auch da unheimlich zu unterstützen. Und ist einfach auch ein toller Reiter da, die im Prinzip auch nicht nur, manchmal sagt man, okay, der ein toller Reiter, weil er so viele Erfolge hat. Aber ich glaube auch ein toller Reiter, wie er im Prinzip seine Runden und seine Geschichte da präsentiert, ist genauso wichtig. Gerade wie du es gesagt hast, mit dieser Balance schon ein sehr, konnte man da fast ein bisschen vom amerikanischen Prinzip auch schon sprechen, wie er einfach auch auf dem Pferd saß? Ja, okay, das hat sich gewaltig verändert. He? Das ist natürlich auch so. Er hat natürlich einen Vorteil, da sind wir wieder dabei, dass er natürlich, wenn man jetzt so einen Gregory Waterlet sieht, der natürlich viel, viel größer, viel. Ja. Für ihn ist die Balance natürlich noch viel extremer oder viel mehr in Einfluss als bei in McLean, weil durch seine Größe hat er das natürlich in dieser Form dann leichter. Aber und auch ein kräftiger. Ne? Gregory ist natürlich auch nicht nur ein langer Kerl, sondern einfach auch ein sehr muskulöser Kerl. Ne? Genau. Aber er ist ein toller, toller Reiter. Der hat so viele Pferde nach vorne gebracht und im Prinzip immer, wenn ein Pferd weg ist, eine Woche später kommt er mit neuem und ist wieder vorne dabei. Also das ist schon ein sehr genialer Reiter, auch in Motivation, in Ruhe und selber auch, dass man sagt, okay, dass er diese Balance, aber auch im Prinzip genau seine Sache vorbereitet und die Pferde so wie da auch richtig unterstützt, wenn es notwendig ist. Und das ist im Prinzip, ich sage immer, dass die Aufgabe des Reiters, man soll das Pferd helfen. Ja. Um im Prinzip ihm zu am besten zu präsentieren und zu zeigen. Und da war es Gregory natürlich auch eine geniale Person da. Geniale Person. Für mich ist es so, dass wenn ich habe ihn vielleicht auch mal in sich gekehrt gesehen, aber immer eine unglaublich positive Ausstrahlung hat. Der ist immer am Strahlen, der ist immer, auch wenn man auf ihn zugeht, immer gewillt, mit einem auch zu kommunizieren. Das ist schon von dieser Warte ebenfalls nicht nur ein genialer Reiter, sondern auch ein toller Typ. Ja, aber das ist natürlich das Schöne bei uns im Sport. Der Sport bringt einen auch dazu. Lieber Gott, lass keine Bäume im Himmel wachsen. Ja. Man kann auch das, okay, diese Kontakte oder diese Gemeinschaft im Prinzip auch, man muss auch immer die Charaktere, die da auf die Pferde übertragen werden, ist natürlich unheimlich, was das einen Einfluss hat. Und das ist einfach auch so, diese Nähe oder auch diese Energien oder auch im Prinzip diese Gefühle, die so ein Pferd hat, wie wenig er braucht, wenn er im Prinzip den Sport will, dann ist er unheimlich bereit und will im Prinzip auch, dass wenn man ihm hilft, das zeigt er sofort. Und das ist eigentlich das Schöne, was mich eigentlich auch an den Pferden so begeistert, dass wir können auch mal einen Fehler machen. Aber wenn sie sagt, Mensch, das nächste Mal, da habe ich zu wenig aufgepasst, da war ich selber zu spät, was war hier ja auch, hat im Prinzip das Pferd ein bisschen abgewartet und er war im Prinzip mit seiner Sache, war er zu spät.
Aber das Ein wäre paar doch. natürlich nicht nur aufgrund der Championatserfolge. Das ist so ein bisschen Okidoki und Albert. Er hat es auch nicht so richtig geschafft nachher. Er ist natürlich nach wie vor auch noch im Sport präsent, aber eben so ein richtiges Championatpferd nochmal Nee. hervorzubringen, ist ihm nicht geglückt. Nee. Ah, dies war ein Ausnahmepferd, Herr, der wirklich, boah, was der geleistet und gemacht hat. Dramatisch dann im Endeffekt, das glaube ich, durch den Beinbruch dann nachher ja Ja. eben dann leider dann nicht nur seine Sportverletzung, die Sportkarriere zu Ende, sondern eben auch dieses großartige Ende dieses Pferdes. Dann war, das ist dann schon am Ende dann wirklich bitter, aber eben was er geleistet hat, das war absolut beeindruckend. So, entscheidend eben auch aus dieser ersten Runde, dass sie also dann lediglich hier mit diesem kleinen Patzer von Pete, mit diesen 5 Punkten, sonst eben dann mit diesem lediglich einen Ja. Zeitstrafpunkt, das war schon stark. Damit war die Situation einfach immer noch so, dass die Holländer einfach diese Führung, die sie lange einfach dann hatten, dann noch deutlich haben beibehalten können. Cameron ist natürlich auch ein Pferdemann. Die Iren schon auch, dass man sagt, okay, da die ganze Familie auch, die sind alle zusammen. Und Cameron auch da den Parcours, das ist auch ein toller Reiter hier. Für mich immer faszinierend, er hatte sich ja mal verletzt, Ja, sehr schwer. ganz schwer verletzt, und aber nicht beim Reiten, sondern beim Spielen mit den Hunden hat er eine Knieverletzung. Das war nicht das Schlimme, sondern das Nicht-Verheilen dieser Verletzung. Das Ja. sorgte ja dafür, dass er einfach so lange außer Gefecht war. Und für mich, du hast es beim letzten Mal so gesagt, das Hinfallen ist nicht schlimm, das Aufstehen ist entscheidend. Wie er sich nachher wieder zurückgekämpft hat in den Spitzensport, das Ja. zeichnete für mich einfach auch diese enorme mentale Stärke einfach auch eines begnadeten Reiters Cameron Henley aus. Wenn man heutzutage, wenn man sein Knie sieht, dann denkt man, das ist gar nicht möglich. Ja. Wir treffen uns hin und wieder mal und er auch mal so eine Runde Golf zu spielen. Ja. Aber wenn man dann sieht, wie das Knie aussieht, das ist schon, boah, ist es schon extrem. Aber er sagt, okay, der hat so wie es aussieht, aber hat keine Schmerzen dran. Und das ist im Prinzip das Wichtige. Und dann ist es natürlich auch wieder gut. Aber die Einstellung zum Sport oder auch da auch Pferde kennen und alles so, das Ganze ist schon toll. Kommt der Faust. Ja, guck, und jetzt Der kommen neue holländische Trainer hier. der neue holländische, genau, Bunchcoach. der neue Bonescoach. Kam ein bisschen überraschend, oder? Also jetzt nicht, dass er Trainer wurde, die Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon eigentlich sehr, sehr gut, weil nach Rob eben wirklich nochmal einen ähnlich guten zu bekommen, dachte ich, das ist nicht leicht, weil das ist schon einfach ja nicht nur eine Traineraufgabe, die man dort machen muss, sondern es ist natürlich auch schon eine sehr, sehr schwierige, es ist eine diplomatische Geschichte, also da braucht man ein bisschen mehr als nur Pferdeahnung. Ja, okay, Jos hat natürlich das Gute, dass er im Prinzip die alle kennt und eigentlich so das Ganze auch als Pferdemann und wenn das dann drauf ankommt, auch ich glaube, das gut, sehr gut machen kann. Ja. Es ist ja nicht immer, dass man sagt, okay, als Bondscoach, dass man sagt, okay, ich brauche unbedingt einen Trainer. Einen Trainer kann man auch Ja. zusätzlich von anderen Seiten kann man sich besorgen, aber das Management, die Leute alle für diese Turniere, für Nationenpreise, für diese ganzen Sachen da auf die richtige Position zu bekommen, dass auch die Reiter, wo ich mir was von vorstelle, dass ich sage, die auf den richtigen Weg zu bringen, dass sie da den passenden Zeit bekommen, um die Pferde gut vorzubereiten, genug Kenntnis zu haben, um dann am Ende fürs Championat die besten Leute zusammen zu haben und die Pferde natürlich in besten Form, was natürlich in der heutigen Zeit auch gar nicht so einfach ist, weil es so viel Fünf-Sterne-Turniere gibt, so viele
Global Tour, was Ja. natürlich dann auch, wo es dann auch natürlich um Geld geht, um dann die Begeisterung für die Nationalmannschaft zu erhalten. Die Begeisterung zum einen und natürlich auch so eine Autorität hat, ne? Dass man dann im Endeffekt die Person muss dann eben auch schon mal sagen, nee, du, das hat jetzt Vorrang oder jetzt halte ich da mal ein bisschen mit zurück. Diese Autorität muss eben dann auch so eine Person ausstrahlen. Ja. Phänomenal großartiger Hengst, hat sich leider wirklich hatte, hat sich nicht so vererbt. Das liegt aber weniger daran, dass es die Vererbungsstärke war, sondern sein Samen war leider gar nicht so gut. Deshalb gibt es nicht so viele Nachkommen eigentlich von Kumano. Eigentlich auch ein bisschen schade. Über ihn haben wir bei unserer Gestern auch letzten schon gesprochen, Beat. haben wir letzte Sendung auch ein bisschen auch von gesprochen. Genau, da war er nicht reitsportlich im Bilde, aber wenigstens in Persona. Und einer, der so ein bisschen der Schweiz, ich will nicht sagen, den Rücken gekehrt hat, der reitet natürlich immer noch für die Eidgenossen, aber er hat sich so ein bisschen sesshaft in Amerika gemacht. Genau. Wir nehmen ein bisschen der englische Kommentar noch dazu. Es ist eigentlich schön, dieses auch da, was im Prinzip auch überall, wenn man sagt, okay, die Leute, die im Prinzip Pferde im Spitzensport reinbringen. Und das sieht man auch wieder durch das gute Reiten, die Pferde das Vertrauen zu geben, diese Balance, das Körperliche vom Pferd richtig auf der Reihe, dass das Pferd fit auch von seiner Muskulatur und das Ganze so aufzubauen, dass sie nachher in der Lage sind, das zu tun. Wir können natürlich nicht erwarten, dass ein vierjähriges Pferd das schon kann. Das muss alles beigebracht, das muss alles wachsen. Es braucht seine Zeit dazu, diese ganze Entwicklung da zu machen. Wie viel Zeit da reinsteckt, das wird meistens vergessen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wir sehen immer diese schönen Bilder. Aber wie lange es braucht im Prinzip, dass so ein Pferd mit so viel Sicherheit da in Aachen auf den Platz geht, das braucht schon sehr viel Zeit. Und das Phänomenale einfach an der Situation. Man kann wirklich an vielem dran ändern. Du hast gesagt, meine Güte, dort, es wird professioneller, was Coaching etc. angeht. Aber an dieser Zeitschraube selber, dass ein Pferd nun mal eben von vierjährig bis zehnjährig nun mal eben 6 Jahre braucht, das kann man einfach nicht verändern. Nee. Zum Glück nicht. Eine ist halt ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Früher haben wir immer gesagt, bei den irischen Pferden, die waren erst ab 12, 13 Jahren, waren die auf dem Höhepunkt. Und das war natürlich auch da, dass okay, das hat mit der Zucht auch diese Draftpferde und so, das Ganze, die waren nun mal so. Hier haben wir ein bisschen jetzt. Ja, häufig wurde es damals umsprochen, ne? Diese Situation mit dem mit der Briefmarke. Sie beiden hatten vorher schon den Fehler, ne? Die hatten ja vorher schon diesen einen kleinen leichten Fehler. Ist es eben auch so, dass bei Pferden, die ganz besonders einfach auch eine besondere Vorsicht haben, dass es dann natürlich einfach durch so einen Fehler auch so eine größere Unsicherheit einfach auch hineinkommen kann? Ja, aber es ist ja auch hier, okay, der hat dann aufgegeben, weil der hatte ja keine Chance mehr. Aber es war, weil er im Prinzip im Frühjahr noch den großen Preis hier in Aachen gewonnen hatte. Eigentlich so, dass man, okay, der kennt den Platz, ist sicher auf dem Platz und okay, durch diese Mauer im Prinzip dann am Ende dieses Missgeschick. Aber das sind Sachen, die passieren natürlich. Und okay, er hatte jetzt keinen Einfluss mehr, die waren 0, 4 und 0. Deswegen hat es keinen Sinn gemacht, um das nochmal zu versuchen oder nochmal was zu machen. Hier sieht man auch schön die Leichtigkeit, die Authentik hat. Bisschen auch seine Art zu springen, auch so vom Hinterbein, dass man manche natürlich so ein bisschen in eine andere Form hat, aber trotzdem dieses Pferd auch durch sein Go im Prinzip auch da, dass sich selber schließt. Und was sie natürlich auch so bei Bisi lässt sich Zeit. Die ist auch immer, dass man, okay, wenn die mit einem neuen Pferd anfängt, dass sie sich da verzeiht, weil
Sie ist auch eine, die braucht unheimlich Vertrauen. Es ist auch immer so, dass für den Reiter, wenn ich Vertrauen zu meinem Pferd habe, kann ich auch gut reiten. Wenn das Vertrauen nicht so da ist, dann kommen leicht auch Reiterfehler hinzu, weil ich nicht genau weiß, was das Pferd aus der Situation macht. Deswegen ist es auch da, dass man als Reiter erstmal versucht, Sicherheit da reinzubringen. Aber dann natürlich auch so dieses Management, wo du sagst, okay, jetzt habe ich die Sicherheit und jetzt im Prinzip das Ganze dann auf den Punkt zu bringen. Und das hat sie natürlich in Perfektion vorgetragen dann auch. Ist, muss man dann aber auch wieder sagen, ist dann aber einfach auch eine Situation, du musst einfach auch unglaublich abgeklärt sein, dass du halt einfach sagst, okay, meine Güte, ich habe vielleicht jetzt mal gerade mal kein Championatspferd, aber ich habe eins in the making, eins, was so langsam vielleicht kommt, und dann einfach mal sagen, okay, ich muss in diesem Jahr vielleicht nicht an den Championatsentscheidungen groß mit dran teilnehmen, sondern ich warte einfach mal ab und warte, was die, und vielleicht einfach gehe ich erst in einem oder in 2 Jahren dann wieder in diesem Bereich wieder hinein. Dafür muss Ja. man natürlich auch Geduld, und Geduld ist ja wirklich so eine Tugend, die ja wirklich auch schwer zu erlernen ist. Aber sie ist auch eine Kämpferin, die wirklich auch, Kathi ist sehr stark und im Prinzip cool und geht ihrer Sache hundertprozentig nach. Hä? Wahnsinn, auch eben über diese vielen Jahre ja hinweg, ne? Also da können wir, was du vorhin ja auch gesagt hast, ein Reiter, der bei Gregory hattest du das auch gesagt, immer wieder mit neuen Pferden und immer wieder einfach auch im 4- oder im 5-Sterne-Bereich dann wieder dann dabei ist, das zeichnet einfach dann auch Ja. einen großartigen Reiter dann auch aus. Nicht nur einmal eben mit dabei zu sein. Und eben auch mit den unterschiedlichsten Pferden. Ist immer besser, man kann sich als Reiter auch ans Pferd anpassen, ne? Das ist Was sich dann entlädt, nach eben wirklich so einer, nach einer langen Zeit, oder nach, wenn man den Parcours dann eben absolviert hat und man hat das gut gemacht, Emotionen, die man zwar sieht, aber eigentlich immer nur dann verstehen, glaube ich, kann, wenn man es selber gemacht hat. Ja. Das war natürlich zu der Zeit auch eine super Paarung hier in Berlin mit. Mirko. Ja, wenn wir vorhin bei Familie Wittecker ansprachen, eben, dass es Reittalent oder einfach auch so ein bisschen dieses Pferdegespür eben doch auch ein Gen geben muss, was man vielleicht auch weiter vererben kann, ist bei Familie Schröder auch ersichtlich. Das sind alle drei Brüder, auch nicht hier, zwar nicht im Spitzensport, aber eben auch alle im großen Sport oder eben auch als Trainer aktiv und dem Pferdesport auf jeden Fall auch absolut verschrien. Ja. Berlin hat ja auch einige in der Nachtzucht. Ist auch, wenn man sagt, okay, bei seiner Größe, aber der vererbt sehr viel Blut auch. He? Der hat ja Ja. wirklich so manchmal auch ein bisschen die gerade an der Grenze sind, weil sie so viel Ehrgeiz haben. Weil sie so viel Ehrgeiz haben. Cassini-Blut, ne, was dir natürlich absolut noch ein Begriff ist, aber eben mit der Besonderheit, dass es eben Cassini-Blut mit einfach sehr, sehr viel Blut Ja. oder besten mit sehr viel Saft dann natürlich nochmal in Kombination ist. Tja, Aachen feiern, Aachen, fe
Aachen feiern die Holländer einfach besonders. Alleine die Lage ist genial. Die Holländer haben es fast noch näher als die ganzen deutschen Fans. Aber sieht man doch, ich finde das immer, was gut ist, da sieht man auch die ganze Begeisterung überall. Und Ja. dass ja alle diese Emotionen, diese ganze Geschichte, was da natürlich hochkommt und dass man sagt, okay, das ist einfach toll, dieses erleben zu dürfen, da mal mit dabei zu sein und dass auf einmal alles so hoch geht, das ist schon gewaltig. Das ist einfach ein toll und Pietje. und da sieht man auch, dass die Holländer doch meistens doch sehr sympathisch sind auch. Ja? 100. Also auf jeden Fall. Ja, guck mal, was du vorhin auch gesehen hast, es sind dann auch, ich glaube, Eisbrand war das gerade, ne? Eisbrand Ja. Chandon, der Fahrer, das geht dann auch übergreifend, ne? Dass die im Endeffekt, da gucken nicht nur die Springer zu, sondern da sind die Fahrer mit dabei und all die anderen auch. Und in Aachen am Ende ganz, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, ist was ganz Besonderes und trotzdem ist ganz, ganz, guck, unser Bundeskoti damals. Dass die Deutschen ebenfalls auch noch mit auf dem Treppchen waren. Ich glaube, das war hat nicht nur sie erfreut, Prinzessin Haya von Jordanien, sondern glaube auch die ganze Aachener Söhrs. Dass natürlich auch da mit so einem Publikum dann diese Atmosphäre da, das ist einfach, ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass im Prinzip so Championate auf richtige Plätze sind, dass eigentlich auch dieses miterleben oder dieses auch mitmachen kann. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Tja, da wird natürlich nochmal die Gesamtsituation nochmal eingeblendet. Deutschen waren mit dabei, dann nachher im Einzel sah es ebenfalls sehr, sehr gut aus. Auch das dürfen wir noch eben erwähnen. Jos Lansing, der damals mit Komano Gold holte, Authentic, den wir gerade auch noch Ja. eben mit der Mannschaft mit Bisi sahen, holte sich Silber, aber Meredith eben mit Shutterfly. Die holte sich dann die legendäre Bronzemedaille damals. Und auch Ludger war nur ganz knapp entfernt, nämlich im Einzel mit L'Espoir. Du hattest es gesagt, absolut auf den Punkt gebracht. Ja. Dann nehme ich auf einem sehr, sehr guten fünften Platz. Franke, es macht total viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, den Rückblick nicht alleine zu machen, sondern einfach mit fachkundiger Person. Tausend Dank, dass es mal wieder geklappt hat. Ich hoffe, dass wir das Headset bei dir noch ein ganz klein wenig lassen, dass wir das vielleicht noch mal einige Male mitgenießen können. Unsere Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall freuen, weil nämlich nicht nur diese Woche, sondern auch noch die nächste Woche steht ganz im Zeichen der Rückblicke auf große Reitsport-Events, die wir da haben. Aber trotzdem freuen wir uns auch wieder, wenn aktuelle Reitsport-Veranstaltungen kommen, oder? Auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich, dass alle gesund bleiben und dass wir wieder in Kürze alle wieder gemeinsam auf dem Turnier sein können. Franke, tausend Dank und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß. Danke sehr. Alles klar, wir hören.